Ich bin Hanna, das hier ist Simply Hanna und heute gibt es ein weiteres Video für meine Hogwarts Clicks Create a Sim Serie. Die Idee habe ich von Eliandra, ist wie immer verlinkt und heute erstelle ich das Gryffindor Quidditch Team und das Video ist ein ziemlich kurzes Video, weil ich schon 4 Sims aus dem Team erstellt habe. Deswegen erstelle ich in dem hier nur 3 neue und der erste Sim, den ihr seht, ist Porter Bagman und Porter ist einer der Treiber des Quidditch-Teams. Und sein Vater ist Besenhersteller. Und deswegen ist Porter so ein Fanatiker, was Besen angeht und hat da total viel Ahnung. Und das Gryffindor Quidditch-Team ist dadurch auch mit guten Besen ausgestattet, die halt sein Vater ihnen zur Verfügung stellt. Und ja, deswegen, er liebt einfach Besen und ist da der Fachmann und möchte vielleicht selber mal Besen herstellen oder entwickeln. Deswegen fand ich das auch lustig, dass er Porter heißt, weil Transportmittel und so. Okay, ich lasse es. Auf jeden Fall, er heißt mit Nachnamen Bagman und er ist aber, also Emma Bagman ist die Leiterin der Belfer-Gruppe. Und die beiden sind aber nicht Geschwister, sondern ich dachte vielleicht Cousins, weil das gibt's ja sicher auch. Auf die Idee bin ich gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass ich den Nachnamen Flint auch schon zweimal benutzt habe. Einmal für die, für die 3 Slytherin-Geschwister und einmal für einen aus dem Hufflepuff-Team. Und deswegen dachte ich, okay, dann sind die anscheinend Cousins, weil verwandt sind die jetzt nicht. Er auf jeden Fall hier ist auch der Cousin von Emma. Und habe ich schon gesagt, dass er Treiber ist? Ich glaube, ich habe es gesagt. Ach so, seine Merkmale habe ich noch nicht gesagt. Sein Bestreben ist, dass er herrlich reich wird. Ich dachte halt vielleicht mit Besenherstellung und so. Dann ist er noch athletisch und ein Chaot, weil, ja, warum nicht? Ich versuche halt teilweise noch irgendwelche Merkmale zu benutzen, die ich noch nicht so häufig hatte, wenn ich nicht genau weiß, was ich den Sims noch geben sollte. Und ja, der nächste Sim ist Bailey Diggory und sie ist die kleine Schwester von Derek Diggory, der Jäger aus dem Ravenclaw Quidditch Team. Sie ist aber die Hüterin. Und Bailey, habe ich mir vorgestellt, ist so eine komplette Quidditch-Fanatikerin. Also sie kennt jeden Spielzug auswendig, sie kennt jedes Quidditch-Team mit jedem Quidditch-Spieler. Ihr Zimmer zu Hause ist wahrscheinlich auch voll von Quidditch-Plakaten und Quidditch-Fanartikeln und hast du nicht gesehen. Und sie ist halt auch so ein richtiger Geek, was das angeht und kennt kein anderes Thema und labert alle damit zu und selbst ihre Freunde aus dem Quidditch-Team denken sich wahrscheinlich nachher, okay, Bailey, wir haben es gecheckt, du liebst Quidditch, fahr mal runter. Ja genau, aber das dachte ich mir, ist Baileys Charakter und Bailey ist eine Partylöwin, weil ich wusste nicht genau, was ich ihr als Bestreben geben sollte, aber das habe ich glaube ich erst einmal benutzt, also dachte ich, ja, warum nicht, sie genießt halt ihr Leben und keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Vielleicht veranstaltet sie auch die Siegesfeiern, falls ihr Team mal gewinnen sollte oder so. Und sie ist ein Geek, aber halt bezogen auf Quidditch, dachte ich mir, weil sie eben total über Quidditch alles weiß und so. Und dann ist sie noch fröhlich, weil ich sie mir vorstelle wie so eine aufgedrehte Person, vor allem, wenn sie über Quidditch redet. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum, ich stelle sie mir irgendwie ein bisschen vor wie Rapunzel aus Tangled. Ich weiß auch nicht, aber halt so, yay, hi, hier bin ich. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Bailey. Und der nächste Sim ist Robin Weasley und er ist der Sucher des Quidditch-Teams. Und er ist, wie man sieht, ein sehr junger Quidditch-Spieler, aber er hat auch große Ambitionen. Er träumt nämlich mal davon, Quidditch-Spieler zu werden. Ist die Frage, wie realistisch die Vorstellung ist, aber das ist auf jeden Fall sein aktueller Wunsch. Und Robin ist der Bruder von Brooke und Mason Weasley. Also ich hatte ja erzählt, dass ich eine große Weasley-Familie machen möchte, wo alle Kinder in Gryffindor sind und ja, die beiden hatte ich schon erstellt. Er ist jetzt das dritte Mitglied der Familie sein Bestreben ist dieses Frechdachs-Bestreben, halt das körperliche, sportliche Bestreben, was auch immer. Und er ist noch athletisch, ja, weil er eben Quidditch liebt und
sich da sehr reinhängt. Immerhin ist er Sucher geworden in dem Team. Und ja, jetzt zeige ich noch, wie ich allen Sims ihr drittes Quidditch-Outfit gebe, weil ich das bei den Sims, die ich vorher erstellt hatte, natürlich noch nicht gemacht habe. Hier, das ist Nova Goldstein, die Quidditch-Kapitänin und Jägerin. Hier haben wir Maddie Scrimgeour, die auch eine Jägerin ist aus Dumbledores Armee, beziehungsweise sie leitet Dumbledores Armee. Hier haben wir jetzt Milo Kowalski, der der dritte Jäger ist, aus den Rumtreibern. Und Shane McMillan, der ein Treiber ist, der auch aus den Rumtreibern ist. Ja, so, jetzt habe ich alles runtergerattert, was ich sagen wollte. Und jetzt kommt aber noch... Ach ja, ich weiß, was ich noch sagen wollte. Ha, ich habe überlegt, ob ich diese Serie unterbrechen soll, weil ja diese Story mit J.K. Rowling war, wo sie so transphobische Kommentare auf Twitter veröffentlicht hat, was ziemlich mager ist für eine Autorin, deren Bücher die Message haben, Liebe ist das Wichtigste und niemand ist anders und sollte so behandelt werden und bla 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 bla, und dann sowas ist halt schon eine miese Aktion. Und viele, ich sag jetzt mal, Harry Potter YouTuber, die ich kenne, haben da sich auch schon geäußert und ja, auch die ganzen Schauspieler und so. Ich habe halt überlegt, ob ich die Serie erstmal kurz unterbrechen sollte, einfach um das erstmal sagen zu lassen. Aber dann dachte ich mir, nö, ich bin Harry Potter Fan, und wenn die Autorin ihre eigene Message von ihrem Buch nicht rafft, dann ist das halt ihr Pech und dann ist sie halt die Dumme. Aber ich will weiterhin Harry Potter Fan sein, und deswegen, ja, habe ich diese Serie jetzt fortgeführt. Und ja, ich habe jetzt nicht alles gesagt. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ciao!